Moin zusammen. Im Folgenden seht ihr den Kampf von mir gegen Alatrion. Ich habe dafür das leichte Bogengewehr von Alatrion genommen, weil ich da alle Elemente mit abdecken kann. Und ja, in dem Kampf habe ich Alatrions Hörner nicht gebrochen. Und ja, weil ich wollte mal zeigen, wie das geht, ohne die Hörner zu brechen und dann halt immer in ein neues Element reinzugehen. Ja, das geht mit dem leichten Bogengewehr ganz gut von Alatrion. Ganz zum Schluss zeige ich euch dann nochmal das Bild, was ich benutzt habe. Das könnt ihr dann gerne nachbauen. Also damit funktioniert das wirklich gut. Ich habe auch noch ein anderes leichtes Bogengewehrbild, wo man Alatrion gut alleine mitmachen kann. Das kann ich euch ja morgen oder die nächsten Tage mal vorstellen. Gut, ja, das war's auch. Dann habt noch einen schönen Samstag. Viel Spaß beim Kampf. Oder viel Spaß beim Video. Dann macht es gut und bis morgen. Die sollte man im Auge behalten, um herauszufinden, welche Elemente wirkungsvoll sind. Alatrion werden eingedämmt. Sehr gute Arbeit. Die Hörner können jetzt gebrochen werden. Das schaltet seine Kontrolle über die Elemente aus.
Der Alatrion bereitet einen großen Angriff vor. Heilmittel bereithalten. Schaltet seine Kontrolle über die Elemente aus.
Alatrion bereitet einen großen Angriff vor. Heilmittel bereithalten. Der Alatrion wechselt Elemente. Können jetzt gebrochen werden. Das schaltet seine Kontrolle über die Elemente aus.
Alatrion bereitet einen großen Angriff vor. Heilmittel bereithalten. Der Alatrion wechselt Elemente. Thank you.
Alatrion bereitet einen großen Angriff vor. Heilmittel bereithalten. Der Alatrion wechselt Elemente. Es ist vollbracht! Diese Jagd wird in die Geschichte eingehen!